In den letzten Videos ging es ziemlich zur Sache und heute machen wir aber einen auf entspannt. Ihr könnt heute sehen, wie wir super schnell neue Freunde finden. Viel Spaß! Ach, hier geht's auch noch hoch. Vielleicht ist hier oben die Seilrutsche. Ja, genau, da müssen wir hoch und dann da rechts zum Bürgermeister. You never even gave us your name, but you helped us greatly. May we see you up ahead. Was, die hatten alle einen Haken. Haben wir hier noch? Die haben sogar eine Weltkugel gebaut. So, das ist so ein Kriegsplan. Cool, verschiedene Hakenbauweisen. Oh, gemeinsam unter einem Segel. Die Floßdörfer Indonesiens. Hier ist auch noch nice. Was, Phil. Benötigt 3 Teile einer Seilrutsche. Benötigt 3 Teile. Ach nee, hier können wir die Seilrutsche bauen. Uns fehlt jetzt quasi noch der letzte Teil der Seilrutsche, weil wir haben ja schon 2 und dann können wir das noch bauen. Dann strengen wir uns mal an, einen Teil noch zu bekommen. Oh, cool. Ja, da ist ein Lama. Ich seh's. Nice, oder? Können wir das auch einfangen? Stimmt. Oh, ich verkack das gleich. Ich verlocker nach unten. Hey, bitte nicht. Bitte nicht. Nicht schon wieder. So, guck mal, du kannst hier mal tätig werden über uns. Ja, bin der Bienenjunge. Auch ja. Imker genannt. Ich sammle die Honigwaben. Ich hätte es erwartet, dass es mich anspuckt. Kannst du damit interagieren? Oh, wow, ist das flink. Das so, läuft aber nicht sehr Lama-typisch. Benötigt ein explosives Pulver. Ja, eins nice, haben wir. Machen wir das? Will, ich sehe da was. Guck mal. Da. Das ist eine Riesenkiste. Warte mal, dann haben wir den ganzen Teil hier auch noch gar nicht weg. Ach nee, Quatsch, wir sind ja auch jetzt hier nochmal rübergelaufen. Ich habe ein Fahrrad gefunden. Das wird uns helfen auf unserem Weg. Ich guck mir das mal kurz an. Das Fahrrad? Nee, den Schlauch, der an dem Fahrrad dranhängt. Der geht halt komplett nach unten, der Schlauch. Ich weiß nicht, was die hier versucht haben. Oh, warte, hier sind Pufffische. Willst du mir helfen? Hier unten sind Pufffische, aber du musst völlig aufpassen, dass die nicht platzen. Du weißt, wie ich mich in den letzten Battles angestellt habe, Phil. Nicht oh, der platzen. Ist down, der oh, ist down. Nee. Der hat hier alles voll gestunken. War hier nur ein einziger? Nee, hier ist noch ein zweiter. Aber ich muss erst nochmal auftauchen. Ja, ich hab ihn getroffen. Warte. Ich glaube, ich krieg ihn so. Er muss halt auf dich zuschwimmen. Vorsicht. Ja, warte. Oh nein, jetzt platzt er, oder? Nee, der ist tot. Und ein neuer gespawnt unten. Ich lock den mal hoch. Okay, ja, warte, aber genau. Acht auf seinen Sauerstoff. Ja. Der ist down, oder? Nee, doch nicht. Ja. Doch, jetzt müsste er down sein. Ich hol gerade die Pfeile. Meinst du, wir können hier... Meinst du, da kommt... Luftblasen raus, wo man hier drin atmen kann? Nee, das ist ja wie in echt. Du kannst unter Wasser atmen hier. Wie? Wo? Bist du? Hier unten ist so ein großes gelbes Ding, da kommen Kuppel? Luftblasen raus. Genau, in der Kugel, da kannst du quasi reintauchen und dann kannst du kurz an die Oberfläche. Cool. Also ich habe hier noch einen Fisch getötet. Ja, ich weiß nicht mehr, für was wir es brauchen. Ach doch, klar! Für den Netzwerfer? Oh, da können wir uns das direkt mal ein Lama gönnen. Wirklich? Und so ein Digimon. Und wir brauchen einen Zaun dafür. Ja, die sparen wir schon irgendwo ein. So, ist das hier noch so ein blöder Fisch irgendwo? Na gut, vielleicht sollten wir trotzdem die Flossen dafür nehmen. Also da ist nochmal so Luftblasen weiter unten, wo dieser Schlauch lang geht. Noch weiter unten? Wollen wir mal kurz, wie heißt denn das? Schlafen. Zum Raft gehen? Ja, zum Raft schlafen und Netzwerfer klar machen mit Netz? Können wir. Hier ist schon ein Digimon. Hey. Ja, achso, wollen wir das schon direkt mitnehmen? Lauf doch einfach mal auf mich zu. Ach, Lü. Jetzt ist es aufheben. Es hängt in deinem Fuß fest. Es hängt in mir fest. Ach, vielleicht können wir das... Es ist weg. Das war's? Das ist ja voll der Quatsch. Ja gut, okay, das war der erste Testschuss. Dann fangen wir jetzt das Lama ein. Das ist ja voll verzögert. Also du kannst nicht anvisieren, du kannst einfach nur draufdrücken, dann dauert es aber noch so eine, weiß ich nicht, Viertel, halbe Sekunde. Und dann machst du plump. Und dann kommt es erst raus. Ah! Oh, Haustier umbenennen. Phil, nein. Mach keinen Unsinn. Regst das Tier einfach so. Was bist du ja, einfach Mann. Für ein... Guck mal, der hat ein Namensschild. Alter. Was machen wir jetzt damit? Naja, am besten auf Kraft packen. Wo ist es hin? Weggelaufen. Läuft hier wieder rum. Walter! Ich hab ihn. Okay, ich bring, nice. Bring die Ware erstmal Sicherheit. Ja, pass auf, nicht, dass sie dann irgendwie im Wasser irgendwie kaputt geht oder so. Und der blökt hier gerade. Vielleicht hat er Hunger. Stell den unten dann zur Wiese. Am besten. Ich komme mal mit, vielleicht können wir da einfach die Wiese noch ein bisschen einzäunen, so für ihn. Meinst du, ich kann schwimmen mit ihm? Du kannst auch einfach hier an der Seite laufen. Ja, okay. Ich habe ihn abgesetzt. Hä? Er ist einfach weg! Ah, nee, der steht hier. Oh, er steht hier wie eine Galionsfigur und läuft ins Wasser. Warum bist du so ein Dulli? Deswegen habe ich doch gesagt, warte, bis ich da bin. Ja, ich bin da. Ja, hast du ihn wieder? Ja, ich habe ihn wieder. Okay, dann warte jetzt.
Walter soll es ja gut gehen, ne? Genau. Am besten nicht hier, wo die Winkelkatze steht. Ja. Peter geht da durch. Einfach so ein Ghost-Modus. Mir ist alles egal. Ja, nice. Können wir den jetzt auch irgendwie... Oh, warte. Ich glaube, das geht halt echt. Schnipp, schnapp. Jetzt ist er nackt. Oh Mann, Phil, was hast du getan? Was hast du Walter angetan? Ich habe ihn rasiert. Aber dafür haben wir jetzt eine Wolle. Yay, der arme Junge. So, aber jetzt müssen wir trotzdem nochmal auf dieses Inseldings ins rüber, um zu gucken, wo, ob da jetzt vielleicht der dritte Teil ist. Ja, lass uns mal schlafen kurz. Aber es ist doch noch mitten am Tag. Naja. Hallo. Alle Spieler müssen schlafen. Hallo. Du bist einfach wieder hochgerannt? Ja. Wollen wir uns bei der Rakete treffen? Können wir gleich machen, ja. Ich loot hier gerade noch alles mal so ein bisschen durch. Ja, irgendwo muss dieses blöde Ding noch sein. Also wir zünden jetzt erstmal die Rakete, gucken mal, was die macht. Ja, das wird gut. Bist du bereit? Ja, warte. Ich bin noch nicht da. Okay. Sie fliegt schon. Jetzt. Hoppla. Ready? Ja, ich bin da. Mach. Rakete start. Das ist halt einfach echt eine Rakete. Oh mein Gott, wir springen. Ach, hör halt auf. Guck mal, das ist ein Männchen, das runterfällt. Oben drauf gelandet. Da müssen wir eh nochmal lang. Ich freue mich so, wir sind gleich oben. Ey, das ist so ein Astronautenjunge. Mach mal ein Foto, bevor du es nimmst. Ey, das kennt man doch, dieses Männchen. Ah, hier. Teil einer Seilrutsche aufnehmen. Hallo. Major Tom? Du kannst jetzt erforschen Feuerwerk. Und aber. Zeige ich jetzt mit dem. Was ist das? So eine Figur. Ach, den kann man wahrscheinlich einfach auf dem Floß aufsetzen und hier geht's aber nicht. Das geht hier nicht, weil hier kein Floß ist. Deswegen können wir den Major Tom hier nirgends hinsetzen. Doch, Mann, warte mal. Ich habe eine andere Idee. Dort vorne ist noch ein Gebäude, wo Major draufsteht. Vielleicht ist das da sein Zuhause und der muss da wieder hin. Ja, können wir da mal gucken. Jetzt gehen wir aber erstmal nach oben. Wieder. Wohin? Ganz nach oben. Hast du noch Wasser dabei? Eine halbe Flasche ungefähr, ja. Wenn du lieb fragst. Lieb fragst. Danke. Das war ein Lava-Kaffee. Hier, ich bin aber oben, das wussten Phil. Wir ja noch nicht. Ja, ich bin da. Vergiss auf jeden Fall nicht, deinen Haustieren von meinem YouTube-Channel zu erzählen. Lass mir gerne ein Abo da. Und schalt auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann.